Jetzt erzählen wir euch den zweiten Teil der Geschichte vom Noah. Also, sie sind alle eingestiegen in das Boot und jetzt warten sie. Und auf einmal hören sie ein Rauschen und ein Blubbern und es fängt an zu regnen. Und es prasselt. Und das Wasser kommt immer näher und immer näher. Und dann geht das Boot schon hoch und das Wasser kommt unten drunter und überall. So, und da kommt noch mehr. Genau, hilf mir mal. Das machen wir dahin. So. Das, genau, das überschwemmt auch alles. Überschwemmt. So, und man sieht überhaupt nichts Grünes mehr. Das ist alles, das ganze Land ist überschwemmt. Und da sitzen sie jetzt in dem Boot und warten. Und am Anfang gruseln sie sich ein bisschen. Aber nach einer Weile haben sie sich dran gewöhnt. Und sie haben ja auch genug zu essen dabei. Was haben sie mitgenommen? Äpfel und Birnen und Kirschen und Korn. Also genug zu essen für alle. Sie essen und trinken und sie erzählen sich Geschichten und natürlich singen sie Lieder und sie beten zu Gott und sind so eigentlich so ganz gute Dinge. Aber das dauert lange, noch eine Woche und noch eine Woche und noch einen Monat. So lange dauert es. Und nach 10 Monaten sagt Noah so, und jetzt haben wir so lange hier gewartet, so langsam geht es wirklich allen hier auf die Nerven. Ja, und dann sagt er so, ich schicke jetzt mal einen Vogel los, der soll doch mal rumfliegen und gucken, wie die Lage ist. Und er schickt, wo ist er, ruft diesen Vogel, sagt, pass auf, komm mal und flieg mal los. Also der Vogel darf eine Runde losfliegen und der fliegt und fliegt und fliegt. Und nach einer Weile kommt er wieder und setzt sich wieder aufs Dach. Und der Noah sagt, oh je, der Vogel ist wiedergekommen, hat nichts Grünes gefunden. Und die Frau vom Noah, die sagt so, also jetzt kommt es drauf an, dass wir noch gut durchhalten, dass wir uns gut vertragen. Lasst uns noch ein Lied singen. Und sie singen und sie beten zu Gott und machen wieder ein paar Spiele, erzählen sich Geschichten. Und dann, nochmal 2 Monate später, welchen Vogel schickt Noah dann los, weißt du es noch? Den hier. Und dann schickt er diesen Vogel los und sagt zu dem Vogel, guck doch mal, ob irgendwo Land ist. Und er schickt diesen Vogel los und er fliegt und fliegt und fliegt und findet tatsächlich einen Baum. Auf den Baum setzt er sich drauf und macht einen Zweig ab und fliegt mit dem Zweig zurück zu Noah. Und Noah sagt, oh, der Vogel hat einen Zweig im Schnabel, das ist ja ein Zeichen dafür, dass wieder irgendwas Grünes da ist, dass er irgendwas gefunden hat. Und Noah freut sich und sagt, hurra, jetzt müssen wir nicht mehr lange warten und dann dürfen wir bestimmt wieder aussteigen. Aber der Gelbe. Der Gelbe darf nachher auch noch eine Runde fliegen.